strittiges Thema heute in der Kirche ist der Umgang mit Frauen. Viele Frauen fühlen sich irgendwie ungerecht behandelt, weil sie nicht Priesterin werden können oder überhaupt das geistliche Amt für sie nicht offen steht. Und deshalb ist auch vielfach von einer frauenfeindlichen Kirche die Rede. Es gibt Satiren, die das geradezu aufs Korn nehmen, dass die Kirche hier den Frauen Ungerechtigkeit widerfahren lässt und sie nicht beteiligt, wie es eigentlich sinnvoll und möglich wäre. Im Grunde genommen liegt hier ein Missverständnis vor, denn das geistliche Amt ist ja kein Recht. Niemand hat ein Recht auf ein Amt, sondern es ist eine Berufung. Und wenn Gott Männer beruft, dann tut er das deshalb, weil es hier ein bestimmter Ausdruck dahinter steht, nämlich dass der Mann eine andere Gestalt des Menschseins darstellt als die Frau. Die Frau repräsentiert in der Bibel immer die Schöpfung, das heißt das Gegenüber zum Schöpfer, das Empfangende, das vom Schöpfer her befruchtet wird, während der Mann eben den Schöpfer selber repräsentiert, das heißt derjenige, der die Initiative ergreift, der den Anfang stiftet und der das Ganze in Gang setzt. In dieser Unterschiedenheit der beiden Geschlechter besteht auch der Grund darin, dass Frauen von dem geistlichen Amt ausgeschlossen sind. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 8, dass die Schöpfung in Geburtswehen liegt. Das heißt, und zwar von Anfang an bis heute, und das wird sie auch weiterhin tun. Das heißt, sie hat eine weibliche Grundgestalt, denn in Geburtswehen liegen heißt ja eine Frau, eine weibliche Gestalt sein. Diese Schöpfungsgestalt hat ihr Urbild in der Sophia, in der göttlichen Weisheit. Auch sie ist eine weibliche Gestalt und sie spielt in der christlichen Spiritualität besonders in der orthodoxen Spiritualität, eine herausragende Rolle. Wir kennen die Hagia Sophia, die heilige Weisheit, die jetzt ja auch besonders im Gespräch ist, wegen der Umwandlung des früheren Museums in eine Moschee in Istanbul. Heilige Weisheit, die göttliche Gestalt der Weisheit, ist der Inbegriff der Schöpfung und in Maria, der neuen Schöpfung bzw. der neuen Weisheit, kommt diese Gestalt personal auf uns zu. Und sie ist der Kern des Christseins, der Kern des Kircheseins, weil in ihr das Empfangen können des Heiligen Geistes oder im Heiligen Geist dann des Wortes Gottes konkret geworden ist. Und sie hat den Logos, den Schöpfer, das Schöpferwort geboren. Und darin besteht die Berufung der ganzen Schöpfung, dass sie das Schöpferwort eigentlich sichtbar werden lässt, dass sie die Vollendung, die darin liegt, erlebt und praktisch werden lässt. Und das wird in der Kirche vorweggenommen, in der Eucharistiefeier vor allem, aber dann auch für die ganze Schöpfung. Es heißt im Psalm 104, einem Schöpfungspsalm, sende aus deinen Geist und das Ganze und das Antlitz der Erde wird neu. Und das geschieht an Pfingsten und das feiern wir eigentlich in jeder Eucharistiefeier.